Hier, apropos, ne? Hier, hast gesehen, die Wildecker Herzbuben, stand auch in der Zeitung, deine Wildecker Herzbuben, die waren gesichtet auf der Messe, auf der Sexmesse in Berlin. Echt? Ne? Wildecker Herzbuben. Ehrlich? Wahrscheinlich haben sie da einen Stand und verkaufen. Sie sind da privat hingegangen, oder was? Sie waren da tätig. Wie tätig? Ja, ich weiß ja, wahrscheinlich verkaufen sie an einem Stand Körperbutter. Körperbutter? Körperbutter. Was soll das denn sein? Körperbutter. Wo du dich mit einreißt und dann... Nee, sag jetzt nicht, dass die sich einreiben, ne? Irgendwo muss ja die Fülle herkommen, damit das ein bisschen muckelig riecht bei Leuten, die vielleicht nicht gerade aussehen wie Anton Zetterholm. Muss ja auch ein bisschen erotisch rüberkommen. Was, die haben... Nee, das doch so mir jetzt und nicht, das dass sind die sich gute dann... Werbefiguren dafür, die kann man doch mal nehmen. Die haben sich nicht auf der Erotikmesse nackig ausgezogen und mit Butter eingerieben. Das kannst du mir nur nicht erzählen. Körperbutter. Ja, meinetwegen Körper. Das sind so kleine Kästen, so große Kästen, so viereckige, die so weich sind, wenn man die ein bisschen auf dem Bauch liegen lässt, wie Kräuterbutter auf dem Steg auf. Dann schmilzt das so nicht. Dann legen die sich so hin und dann läuft das so runter und dann riecht das, muss sagen, nach Erdbeer-Vanille, nach Kokos, je nachdem. Und dann macht man da auch ein bisschen dran ranknattern an Wildecker Herzbub. Das glaubst du doch nicht. Das möchtest du gerne dann, oder ich was? Bestimmt nicht. Mir bleibt das unbenommen. Ich möchte mich dafür nicht weiter interessieren. Vielleicht haben sie auch einfach nur Musik gemacht. Vielleicht haben sie da ja eine neue Single vorgestellt. Könnte ja sein. So sexy Fasermacker. Was für ein Ding? Sexy Fasermacker. Sexy Fasermacker. Könnte doch sein. Sexy Fasermacker? Ja, sicher. Was ist das denn? Neues Lied. Von der Wildecker Herzbuben, aber Sexmesse, irgendein Grund wird das überhaupt, dass sie da sind, die beiden. Sexy Frau. Sexy Frau Mecker. Ne? Sexy Motherfucker, meinst du? Sexy Motherfucker! Vorsammacker, du! Was gibt's denn doch zu lachen? Oh Mann. Musst du dich doch nicht überlustig machen, mein Krötenmann. Jetzt doch du mal bitte. Du machst doch in den Freizeit auch Musik. Das ist auch ein gutes Lied. Du könntest da auch mal hin mit dem Körper, Bruder. Das wäre auch mal was für dich. Halt die Klappe, ich hab Feierabend. Er kann doch auch mal. Weißt was? Was denn? Sexy Vorsammacker, du! Warum? Das geht doch.